Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich ein wichtiges Thema ansprechen, und zwar Rente im Ausland, im Speziellen jetzt hier zu Nordzypern. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich dauerhaft im Ausland leben möchte, also mehr als die berühmten 183 Tage im Jahr mich mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland befinden möchte, also letztendlich auch auswandere, steuerlich gesehen, und ich mich für Nordzypern entscheide, wie schaut es dann mit den dortigen Vorschriften aus, beziehungsweise wie behandelt die deutsche Rentenversicherung dieses Thema eigentlich? Und hier möchte ich eben drauf eingehen. Das ist ein wichtiges Thema, weil hier leider falsche Hoffnungen gesät werden, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Ich komme sofort darauf, und zwar ist es so: Wenn ich dauerhaft im Ausland lebe und es ist ein Drittstaat, der eben kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland abgeschlossen hat, so werde ich als Rentner, der dauerhaft im Ausland lebt, voll besteuert, und zwar vom ersten Euro an. Und ich kann auch steuerliche Entlastungsbeträge nicht wahrnehmen. Warum ist das so? Hier geht es um die beschränkte und um die unbeschränkte Steuerpflicht. Und leider ist die Begrifflichkeit unbeschränkt und beschränkt im Steuerdeutsch diametral umgekehrt zu sehen. Das heißt, ich bin als Auswanderer auf Nordzypern beschränkt steuerpflichtig. Beschränkt heißt aber in diesem Fall, dass ich eben die Steuervorteile, die ich sonst hätte, wenn ich in Deutschland bleiben würde, nicht genießen kann. Ich werde nämlich ab dem ersten Euro voll versteuert. Angenommenerweise, ich bekomme 1.500 Euro Rente, und ich muss dann leider Steuer für die ganzen 1.500 Euro zahlen. Der Freibetrag von knapp 10.000 Euro im Jahr fällt leider flach, genauso wie außergewöhnliche Belastungen oder Ehegattensplitting und ein paar andere Vorteile, das kann sich jeder im Netz nachlesen, entfallen. Und unbeschränkt steuerpflichtig ist nur derjenige, der in Deutschland wohnt und dort seine Rente bezieht, und der kann diese Vorteile, die ich vorher genannt habe, komplett in Anspruch nehmen. Es gibt einen kleinen Notausgang. Ich kann einen Antrag stellen, dass ich, obwohl ich im Ausland dauerhaft wohne, so behandelt werden möchte, als würde ich im Inland wohnen, also in Deutschland wohnen. Dazu muss ich Folgendes nachweisen: Ich muss nachweisen, dass ich 90% meiner Einkünfte aus Deutschland beziehe, und sonst eben der Rest kann dann vom Ausland kommen. Aber auch diese Einkünfte dürfen den Freibetrag nicht überschreiten, der zurzeit eben bei knapp 10.000 Euro im Jahr ist. Ja, das war's zum Thema Rente. Dadurch also, dass es eben kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Nordzypern gibt, weil es eben auch kein anerkannter Staat ist, kann die deutsche Rentenversicherung auch solche Abkommen gar nicht schließen. Bleibt einem nichts anderes übrig, als in die beschränkte Steuerpflicht zu fallen, wenn ich dauerhaft im Ausland bin. Und ich kann immerhin diesen Antrag stellen, damit ich so behandelt werde, als würde ich noch in Deutschland wohnen. Das war's zum Thema, und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Schönen Abend. Ciao.